Puro Sangue, auf Deutsch Vollblut. Puro Sangue. Puro? Puro? Puro Sangue. So, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute zum Thema, zu einem Konzept von einem Ferrari. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Der Name ist sehr kompliziert. Puro Sangue. Puro Sangue. Klingt sehr japanisch oder sehr asiatisch, finde ich. Also von der Aussprache her. Ja, wir haben uns erlaubt, das Auto einmal auf links zu drehen. Und zwar zum Thema White Body. Wer sonst, wenn nicht wir, oder? Richtig, ja. Richtig, also. Wir hatten mit dem Lamborghini Urus einen ziemlich guten, super Erfolg gefahren. Deswegen haben wir gedacht, boah, den Ferrari machen wir auch. Manchmal ist das so, man macht Konzepte und so weiter und so fort. Wenn genug Anfragen kommen, wird es gebaut. Ja, die meisten Urus-Teile haben wir in die USA verschickt, glaube ich. Ne? Ja, haben wir sehr, sehr, sehr viel verschickt in die USA. In Deutschland fahren auch nicht wenig. Am besten jetzt bitte zwei Kommentare abgeben. Einmal, ob der Ferrari SUV euch serienmäßig gefällt und einmal Prior Design White Body Edition. Weil manchmal ist das so, das Auto gefällt einem schon mal gar nicht. Deswegen schreiben viele als Kommentar, er geht gar nicht oder was weiß ich, dann weiß ich gar nicht. Haben wir was falsch gemacht als Designer oder das Auto als Basis schon selber ist uninteressant. Ja? Deswegen am besten zwei Kommentare machen. Einmal umgebaut und einmal Serie. Generell Ferrari ist ja auch der letzte Ferrari, war der 458? Genau, der letzte Ferrari von uns war der 458. Danach kam nichts mehr. Ich glaube, weil ich damals noch vor meinem 40. Geburtstag einen Ferrari haben wollte. Ich habe nur so eine Wette gehabt, eine Wette mit mir selber. Bevor ich 40 bin, möchte ich einen Ferrari fahren, eigenen Ferrari fahren. Und das habe ich auch geschafft. Genau, habe ich meine Arbeit damals getan und das war's. Das Gleiche war auch mit dem Lamborghini. Muss ich mal sagen. Also ich muss ehrlich sagen, das sind so Autos. Es ist schön, wenn man die hat. Ja. Ich gucke mir die gerne an. Aber so richtig fahren muss ich nicht. Ich freue mich für jeden, der so ein Auto hat. Oder egal, was sich derjenige gekauft hat. Also ich muss keins besitzen. Warum nicht? Ich hatte einen Huracan. Bin das Ding 200 Kilometer gefahren in einem Jahr. Garantieverlängerung. 4 Mille. Inspektion. 5 Mille. 10.000 Euro. Ohne, dass ich damit gefahren bin. Wenn man das sich umrechnet, ja, mit ein bisschen Versicherung, mit ein bisschen Steuer, mit keine Ahnung was, ohne zu fahren, kostet das Auto wirklich, also absolut Minimum 1.000 Euro im Monat. Ich rede nicht davon, dass man das Auto irgendwie liest und auch noch hier, was weiß ich, 3.500 im Monat. Also die Kosten sind unnormal bei so einem Auto. Ich glaube, das einzige Auto, was du viel gefahren bist, ist der McLaren, ne? Ja, also, ja genau, das muss ich mal sagen. Also jetzt der McLaren, fahren wir viel, haben wir mittlerweile gemacht, ich glaube 8.000, 9.000. Auch wieder Garantieverlängerung. Auch wieder da. Letztens wollte ich da damit fahren. Setze ich mich rein. Ding. Gewinne. 6.000 Euro. Wer hat noch nicht. Ja. Inspektion 4 Mille. Garantie 6 Mille. 10.000 Euro. Das muss ich sich vorstellen, wenn man das Geld quasi anders investiert. Ein Auto kostet, ich sag mal, 3.500 im Leasing. Ja, zwischen 3.000 und 3.500 Euro im Leasing. Plus die 1.000 Euro im Monat sind 5.000 Euro. Leute, wenn man ein Gebäude für 5.000 Euro finanziert, ist das 1 Million Euro Gebäude. Ja, da habt ihr so 12 Parteien Haus. Von den 12 Parteien Haus, müsst ihr euch vorstellen, wenn jeder nur aktuell 600 Euro Miete bezahlt. Guck mal, was ihr jeden Monat für Kohle macht. Stimmt? Voll, ja. Mhm. Aber, Quatsch, das ist natürlich ein Luxusproblem. Wie gesagt, es ist schön, die Autos zu besitzen, muss man nicht, ist natürlich aber schön. Zum Thema Ferrari. Puro Sangue. Das tut mir leid, ich kann es nicht aussprechen. Es ist mir so ein bisschen, durch meine polnische Gene ist das ein bisschen sehr kompliziert. Ich finde ihn von vorne brutal, durch die Scheinwerfer und alles, durch die dunklen Scheinwerfer da drin, durch die Lufteinlässe und alles, finde ich sehr, 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 schon geil. Ne? Ja, natürlich haben wir White Body gezaubert. Und zwar, so sieht der aus. Ja. Also im Prinzip haben wir, wenn man das sich jetzt anguckt,
überall Ansätze, Aufsätze und so weiter. Also das muss nichts geschnitten werden oder, sondern einfach wirklich alles so montiert, dass wenn man das Auto geleased hat, nach Leasingende kann man das alles demontieren. Jetzt von der Seite, finde ich auch echt cool, das Auto, ne? Ich finde das Auto richtig gut. Das ist interessant, ja. Hast du gut gesagt. Das Auto ist schon interessant. Also im Prinzip ist ja der Frontspoiler, den wir da geändert haben, auf der Motorhaube die Lufteinlass wie so Hutzen, ja. Dann auf dem Kotflügel diese Lufteinlassrahmen, nenne ich das. Die Verbreiterungen mit dem Lufteinlass, ja, vorne. Die Seitenschweller, die Heckverbreiterung. Mhm. Jetzt gehen wir nach hinten, wenn man es sich anguckt. Von hinten sieht es schon geil aus. Also wirklich schöne, gute Arbeit vom Ferrari. Die Leuchten hinten gefallen mir so, geht so. Ist nicht meins. Man hätte die vielleicht so ein bisschen moderner, vielleicht einmal komplett durchgezogen über die ganze Heckklappe. So sieht er aus, durch die geteilten Rückleuchten. Finde ich, guckt er so traurig. So guckt er. Guck mal, wenn man jetzt den Unterschied hin und her bewegt, finde ich schon, das, was wir gezaubert haben, brutal. Auf dem Dachspoiler so zwei kleine Ecken, die so nach oben gehen. Den schönen Heckklappenspoiler. Ich finde, ohne Heckklappenspoiler sieht das Auto ganz anders aus. Fehlt was, ja. Das ist wirklich, als wenn da was fehlen würde. Ne? Diffusor. So sieht er natürlich ein bisschen sehr, sehr brav. Zwei. Einmal das Schwarze drumherum. Ja, die Stoßstange ist in Rot auf dem Bild. Jetzt alles andere ist in Schwarz. Plus der große Diffusor auch noch oben drauf. Ne? So, dann die Heckverbreiterung, wenn man das natürlich sich vergrößert. Hier, guck mal, auch sehr schön. Ne? Es ist nicht nur einfach nur eine Banane, also quasi, wie gesagt, nennt man so wie so eine Banane, sieht eine Verbreiterung aus, ja. Sondern quasi in der Verbreiterung noch so einen Lufteinlass einbauen, der mehrteilig ist. Natürlich wirkt das optisch, finde ich das sehr ja, ganz anders, geile ja. Meile, ne? Wie findet ihr das? Schreibt mal als Kommentar. Das wäre natürlich für mich eine kleine Bestätigung oder dass ich sage, okay, das geht in die falsche Richtung. Jetzt eine Frage an euch. Muss ein Ferrari immer rot sein? Schreibt als Kommentar. Was sagst du denn? Rot. Ich finde, Ferrari ist immer rot, finde ich. Finde ich aber tatsächlich auch. Ja. Mich hat natürlich damals die ganze Geschichte, glaube ich, durch den Michael Schumacher so ein bisschen geprägt, dass ich absoluter Hardcore-Ferrari-Fan war. Ich wollte unbedingt Ferrari haben, wegen Michael Schumacher. Klar, ich habe meinen, vielleicht kommt ein paar Bilder reinschneiden hier, natürlich immer wieder umfoliert, dann sieht das Auto anders aus. Also ich habe das nicht umfoliert, weil ich Langeweile hatte, sondern einfach, wir sind nach Monaco gefahren, da war der gelb, wir sind dahin gefahren, da war der schwarz, da war der wieder weiß. Also ich habe ein paar Mal umfoliert, damit wir auch schöne Videos und Bilder für euch haben. Ne? So sieht es aus. Also jetzt haben wir für euch eine sehr schöne Animation vorbereitet, was wir alles machen können. Ja? Nur zur Info auch noch, wir als Prior verkaufen auch natürlich die Designs an viele andere Tuner. Weltweit. Wir verkaufen nicht nur als Prior, sondern die Firma XY beauftragt uns, dass wir so ein Projekt machen mit Animation, mit allem drum und dran. Und das wird dann verkauft unter XY-Firma. Nur als Info. So, jetzt starte ich die Animation. Schaut euch, jetzt im Prinzip kleben wir alle Teile, oder die Teile fliegen, die wir ans Auto produzieren würden. So, das war's von mir hier aus Kamlinport. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.